und herzlich willkommen bei Physio Insight. Mein Name ist Robin und heute setzen wir die Serie zum Thema Selbstmitgefühl fort. Im letzten Video haben wir über das Thema Selbstfreundlichkeit gesprochen. Heute nehmen wir uns den zweiten wichtigen Aspekt aus dem Konzept des Selbstmitgefühls vor und das ist die geteilte Menschlichkeit. Die geteilte Menschlichkeit oder das gemeinsame Menschsein beschreibt das Wissen oder das Gefühl, dass du nicht alleine bist. Nicht unbedingt nicht alleine im Sinne von, dass keiner neben mir da ist, ich bin der letzte Mensch auf der Welt, sondern alleine in deinem Erleben. Es geht darum zu realisieren und zu verstehen, dass die Fehler, die du machst, auch anderen geschehen oder geschehen können oder werden in vielen Fällen und dass du nicht der Einzige bist, der leiden muss. Das Leben an sich beinhaltet einfach Phasen des Leidens oder des Leids, für jeden ohne Ausnahme. Leider glauben wir oft, gerade in den heutigen Zeiten von Social Media, wo alles immer glitzert und glänzt und toll und super und perfekt ist, dass alles eben rund und perfekt laufen muss und sollte und dass, wenn das nicht der Fall ist, mit uns selbst irgendwas nicht stimmt. Das ist natürlich falsch. Jedem geschieht Blödsinn, jeder macht mal Fehler. Und es ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass das, was wir mitkriegen aus Film, Fernsehen, von Promis, aus Social Media, dass das nicht die Realität ist, dass das nicht der Realität entspricht. Natürlich macht nicht jeder denselben Fehler, wenn sich an das erste Video hier oben links erinnert. Wenn mir die Tasse Kaffee runterfällt, heißt das nicht, dass dir eine Tasse Kaffee runterfallen muss. Aber vielleicht etwas anderes, ein Teller, ein schönes Glas, das du mochtest, eine Flasche Wein, was auch immer. Es können Fehler passieren. Und es geht auch nicht darum, dass die Fehler vielen anderen schon passiert sind, sondern dass wir das große ganze Gefühl von mir ist was Dummes passiert oder ich habe was Dummes gemacht mit anderen teilen. Diese Sicherheit zu wissen, es gibt auch andere, denen es ähnlich geht oder denen es gleich geht wie mir jetzt, die mein Leid verstehen können, die das nachvollziehen können und dass ich nicht alleine bin, kann schon sehr, sehr, sehr beruhigend sein für viele Menschen. Man könnte es eigentlich so zusammenfassen wie geteiltes Leid ist halbes Leid. Und das stimmt in diesem Falle hundertprozentig. Und es geht nicht nur darum, das Leid mit jemandem zu teilen, der gerade da ist oder der dir nahesteht, sondern auch für dich und mit dir selbst oder stellvertretend eben mit der gesamten Menschheit. Wir teilen diese Phasen des Leidens und niemand von uns ist oder muss perfekt sein. Als Übung für dich, was du machen kannst, rate ich dir Folgendes. Versuch dir in Situationen des Leidens, wenn es dir schlecht geht, wenn du dich mies fühlst, wenn du was Dummes gemacht hast, wie auch immer, dass du versuchst zu überlegen oder das niederzuschreiben, inwiefern ist die Erfahrung, die ich jetzt gerade mache, Teil des menschlichen Erlebens oder des menschlichen Lebens. Ist das irgendwie nachvollziehbar, dass ich so gehandelt habe oder dass mir das passiert ist? Ist das erklärbar? Kann ich mir vorstellen, dass es jemand anderem auch schon so passiert ist oder gerade passiert? Vielleicht kannst du dann auch gleich die Ursachen für deine Reaktion aufschreiben. Also wenn du darüber wütend bist, so ich bin wütend geworden, weil das und das passiert ist. Und das ist nachvollziehbar, weil das einfach Leute wütend macht und man dann so reagiert. Das soll dann nicht eine Ausrede sein, sondern eine reine sachliche, neutrale Erklärung. Versuch, einen kleinen Schritt Abstand zu nehmen, mal zu schauen, was passiert hier gerade, was passiert mit mir, was passiert in mir und was passiert um mich herum. Auch hier wieder, mach das so oft, wie es für dich in Ordnung ist. Das kann täglich sein oder natürlich auch weniger, einmal die Woche, einmal im Monat. Du kannst das schriftlich machen, du kannst das nur für dich ruhig auf dem Sofa in aller Ruhe machen. Mach das wirklich für dich. Und versuche dieses Gefühl des geteilten Menschseins zu spüren und zu verinnerlichen, gerade eben in den Situationen, in denen es schwer ist zu ertragen. Ich hoffe, du kannst aus dem Video ein bisschen was mitnehmen. Du kannst dich auf jeden Fall schon auf das dritte und vorerst letzte Video dieser Serie freuen. Da werden wir das Thema Achtsamkeit ganz kurz anschneiden. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, einen schönen Tag noch und bis bald. Tschüss.